Ja, hallo, meine Zuckerschlecker und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal mit einer neuen Süßigkeit von Lidl. Ja, und zwar gibt es jetzt aktuell wieder die Double Dip Squashies. Ja, normalerweise kenne ich sie unter dem Namen Drumstick Squashies. Da habe ich auch schon einige für euch getestet. Unter anderem die Sorte Bubblegum. Ich glaube, dennoch irgendwas mit Himbeere und Apple, also irgendwas mit saurem Apfel. Schaut hier oben gerne in die Testvideos, da blende ich immer Vorschläge ein. Und ja, klickt darauf, da kommt ihr dann auch immer zu den anderen Tests. Hier jetzt mal eine ganz neue Sorte, die habe ich noch, ja, noch gar nicht probiert, sage ich mal. Und zwar haben wir hier einmal Orange and Cherry. Ja, ihr seht das hier schon, Orange und Kirsche. Und ich bin schon mal sehr gespannt, was diese Sorte so kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, die anderen haben mich nicht so begeistert. Das ist hier so eine Schaumzuckersüßigkeit und ich bin eigentlich nicht so für Schaumzucker, aber ich bin schon auf diesen orangen Kirschgeschmack gespannt. Und wir wollen mal probieren. Ja. Erstmal Geruchstest, wenn man die Packung aufmacht. Ja. Es riecht schon mal sehr fruchtig und künstlich. So, und das sind wie gesagt so kleine Schaumzuckerteilchen. Eine Hälfte ist rosa, die andere orange. Und es schmeckt jetzt nicht wie diese Mäuse, wie diese Schaumzuckermäuse. Aber es geht schon so in diese Konsistenz. Sie sind sehr, sehr trocken, ja. Und schmecken auch leicht milchig irgendwie. Ja, so eine milchige Joghurtkonsistenz. Ich muss sagen, dass man schon mehr Orange schmeckt als Kirsche. Und es ist jetzt nicht wirklich spektakulär. Die schmecken jetzt nicht wahnsinnig geil. Sie schmecken schon eher nach Orange. Kirsche schmecke ich jetzt nicht raus. Ja. Aber das war's auch schon. Ja, also es überzeugt mich nicht wirklich. Kann man mal machen. Ja, ist aber jetzt nicht. Ich würde tausendmal lieber irgendwelches Haribo-Zeug essen, anstatt diese Dinger hier. Es sei denn, ihr steht auf Schaumzucker, dann ist das hier wirklich perfekt. Ich würde dem hier 4 Punkte geben. Ja, es zieht mir nicht wirklich die Schuhe aus. Ich fand auch die anderen Sorten ein bisschen interessanter. Ja, mit Bubblegum, das war ein bisschen ein intensiverer Geschmack. Das hier ist sehr neutral. Ja, wie gesagt, 4 Punkte. Schaut, ob ihr sie bekommt. Es gibt sie aktuell bei Lidl. Abonniert hier oben meinen Kanal und wir sehen uns, Leute. Tschüss.